Lampe. Grüß Gott, es soll heute um meine Lidschattensammlung gehen. Das ist der erste Teil. Es kommt noch ein zweiter Teil, versteht sich. Ich werde nicht nur diese Einzel-Lidschatten mit reinnehmen, sondern auch diese Paletten, weil da... Boah, da kriege ich einen Schluck auf. Weil da ja auch schon mal eine Frage war. Also solche Lidschatten-Quartz, Paletten, bla bla bla, nehme ich alles mit rein. Bei einer bin ich mir nicht sicher, ob die High-End ist. Wisst ihr das? Ich habe keine Ahnung. Ich werde sie in den High-End-Video zeigen, weil das nicht so viel ist wie die Drogeriesachen. Ja, ich fange auch gleich mal an, weil sonst wird das Video mega lang. Ich fange zuerst mit den einzelnen Lidschatten an. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Oder beziehungsweise ich fange jetzt mal mit den dreien an, die ich in Hand habe. Es geht natürlich um MAC. Das ist ein größerer Lidschatten. Kennt ihr sicher aus meinen Videos. Der MAC-Lidschatten heißt Legendary Black und sieht so aus. Ich mache ihn euch mal auf. Wie ihr sehen könnt, habe ich da auch eine Hitte Pen. Das ist der einer meiner absoluten Lieblingslidschatten von MAC. Leider war der limitiert, muss ich leider dazu sagen noch. Dann, den mochte ich auch sehr gern, aber das ist jetzt kein Lieblingslidschatten, obwohl das danach ausschaut. Das ist aus einer Limited Edition gewesen auch. Die hat geheißen Tartan Tail und der Lidschatten heißt Follow Your Fantasy. Ich mache ihn euch gleich auf und so sieht er aus. Das ist so ein Orangeton. Den mochte ich echt gern. Also in meiner Orange-Phase habe ich den sehr, sehr oft getragen, wie man sehen kann. Dann habe ich noch einen MAC-Lidschatten, den würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn er leer gehen wird. Es handelt sich um den MAC Club Lidschatten. So sieht er aus, hat auch ein Hitte-Pen. Und ich habe ihn auch drauf, also ich habe ihn in der Lidfalte, ich liebe den zurzeit. Also ich weiß nicht warum, aber ich verwende den so, so gerne in letzter Zeit. Ich habe nur Angst, dass er mal leer geht. Weil ich halt noch so viele Lidschatten habe und die noch nicht... Ich habe noch so viel und wenn ich den mir nachkaufe, ich glaube, ihr wisst, was ich hinaus will. Dann habe ich hier so eine kleine Palette. Ich weiß die, glaube ich, nicht alle auswendig. Und wenn ich, glaube ich, alle rausnehmen würde, würde das Video den Rahmen sprengen. Aber den nehme ich raus, weil der schon komplett kaputt ist. Ich glaube, die Farbe heißt Plumful. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die Farbe total zerbröselt ist. Also, das ist, glaube ich, Beauty Market. Das ist Blackberry. Ich glaube Blackberry, habe ich recht? Ja, ich bin gut. Das ist, den habe ich vor kurzem euch in einem Video gezeigt, weil mit dem habe ich was geschminkt. Wie heißt denn der nochmal? Teta Tint, genau das da. Das ist, glaube ich, Query, oder wie man den auch aussprechen mag. Ja. Very, so sieht er aus. Benutze ich auch sehr, sehr gern, wie ihr seht. Und den in der Mitte, den weiß ich jetzt überhaupt nicht, deswegen nehme ich ihn mal raus. Ah, Hoax, Satin-Finish. Gibt es auch, glaube ich, einen Lippenstift davon. Ja, das sind meine deporteten Lidschatten. Das brauche ich aber, dass ich die deportet habe, weil die meisten, ja, ihr seht es, die meisten sind komplett rausbrochen. Also das habe ich echt bereut, dass ich die deportet habe. Bevor ich weitermache mit MAC, ich weiß nicht, ob zu Eva zu den High-End-Sachen gehört, aber ich zeige sie in dem Video her, weil Drogerie habe ich hier genug zum Herzeigen. Die habe ich mal geschenkt bekommen von einer Freundin. Die habe ich jetzt bis jetzt noch nicht benutzt, aber ich sollte sie mal benutzen, weil da sind wunderschöne Farben drin, wie ihr sehen könnt. Also die Farben sind der Hammer. Auch so viele Grüntöne und so, also so richtig, ja, meine Farben. Also die sollte ich echt mal verwenden. Die Frage ist nur wann, weil ich eh so viel Zeug habe. Bevor es mit den einzelnen Lidschatten weitergeht, zeige ich euch die hier. Das sind diese Paletten und so, was ich habe, also Vierer Quartz von MAC. Das habe ich mal geschenkt bekommen, das heißt nur Grey. Das sieht so aus. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das sind die ersten blau-grauen Lidschatten, mit denen ich mich schminken konnte. Das war auch aus einer Limited Edition, die... Das Quad has Cutie. So hat auch, glaube ich, damals die LA geheißen. Man kann das sehr schlecht sehen. Das sind ganz, ganz helle Farben. Das zeige ich so ungern her. Das habe ich mir nämlich selber ruiniert. War aus der Shop & Cook LA und has Color Edit. Die Farben habe ich auch sehr, sehr gern verwendet. Da sind richtig schöne Farben drin. Dann habe ich noch eins von der LA. Ich glaube, das war das. Call Me... Bubbles war das, glaube ich, was noch dabei war in der Shop & Cook.
So sehen die aus. Den finde ich ja überhaupt schön da. Den Ton und den da oben auch. Also, ja. Dann habe ich hier noch eins, das mag ich aber nicht so gern. Interior Life heißt das, glaube ich. Man sieht auch, dass ich da versucht habe, das rauszukratzen, weil die Lidschatten echt schlecht pigmentiert leider sind. Leider. Ja. Dann, das ist eins meiner Lieblinge, das sieht man auch. Das ist Lady Grey. Sieht so aus. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge. Ich glaube, da ist auch Retrospekt drin. Nein, in dem anderen ist Retrospekt drin. Man steht ja auch hinten immer drauf, welche Lidschatten drin sind. Ja, dann hier. Das ist das Caviar Dreams von MAC. Das war mein erstes, was ich mir gekauft habe. Und da ist auch der Retrospekt drinnen. Das ist der da oben. Deswegen habe ich ihn mir nicht mehr nachgekauft. Weil den habe ich aufgebraucht. Das habt ihr in einem Video mal gesehen. Den finde ich auch sehr schön. Und die anderen sind zum Blenden halt schön. Also bis auf das. Das ist ein rosa. Das sieht man in der Kamera voll nicht. Aber das ist so ein richtig schöner Blendton. Ich glaube, der ist auch ein bekannter Lidschatten. Sparky. Brûlé ist das sogar. Na bitte. Na bitte. Ja. Dann habe ich noch so weitere Limited Editions. Bei mir ist alles was limitiert. Sparky, nicht bellen. So viel zu nicht bellen. Bei uns in dem Stock ist wir ausgezogen und jetzt renovieren die Wohnung und die machen so einen Lärm, jetzt dreht mein Hund voll durch. Also wenn ihr ihn bellen hört, wundert euch nicht. Das war auch aus der Tatan TLE. Das sind auch Lidschatten. Die habe ich nur so selten gar nicht benutzt, schon verwendet aus. Ein bisschen zumindest. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel Goldtöne habe. Naja, ist ja auch egal. Ist ja nicht so schlimm, oder? Ja. Dann habe ich eines, das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Das war aus der Wonder Woman LA. Ich wollte mir damals davon gar nichts kaufen, aber weil ich die Lidschatten so schön fand, habe ich mir die dann doch gekauft. So sehen die aus. Die sind so schön, die Farben. Wirklich sowas von schön. Und es kam jetzt vor kurzem noch eine urschöne grüne Lidschattenpalette raus. Ich habe sie mir aber nicht gekauft, braverweise. Oh Gott, jetzt kommen wir zu den einzelnen Lidschatten. Leute, das kann was werden. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen, weil das Drogerie-Lidschatten-Video wird sehr lang werden. Also, und das Pigmente gebe ich in ein eigenes Video. Das wird dann demnächst irgendwann kommen, oder damit ihr Bescheid wisst. Ich habe aus einer Limited Edition, den benutze ich häufig zu Halloween, aus der Disney LA, den She Who Dares. Ja, der ist so geil. Der ist mega geil, der Lidschatten. Der hat grün und blau drin und ich finde den so schön. So, so schön. Ich mag den total gern. Dann habe ich hier ein Chanel. Das war aber ein Tester von Douglas, wo ich damals war. Den finde ich auch schön. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Vielleicht war der auch Limited Edition. Ich kenne mich mit Chanel ehrlich gesagt nicht aus, aber ich fand die Farbe schön. Und ich habe den mir auch aussuchen dürfen. Dann habe ich hier noch einen von, also noch zwei von der Tatan TLE. Der in, oh Gott, irgendwas mit Fun. Hier können Sie es lesen, ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist der grün. Der sieht so aus. Ich fand die Muster damals so schön von den Lidschatten. Da habe ich noch einen rosanen und der heißt A Wish Come True. Der sieht so aus. Ja, dann habe ich hier noch einen. Also es sind ganz, ganz viele MAC-Lidschatten dabei. Bitte nicht wundern, ihr wisst, ich bin ein MAC-Junk. Ich habe zwar schon lange nicht mehr wirklich so viel gekauft von MAC, aber ja. Das ist ein, und die sind alle leider limitiert. Das ist einer, der heißt Quartz Fusion. Ich weiß gar nicht, aus welcher Leder war. Ich habe das damals alles auswendig gewusst. So sieht er aus, der ist auch schön. Obwohl ich nicht so der rosa Lidschattenträger bin, aber den finde ich auch sehr, sehr schön. Sollte ich mal vielleicht wieder tragen. Vielleicht. Dann habe ich hier den Sweet Satisfaction. War auch aus einer Limited Edition. Den habe ich sogar ein paar Mal verwendet, das sieht man sogar. Schlecht, aber man sieht's. Dann habe ich hier Invisible Light. Oh, den habe ich geschenkt bekommen von einer. Sie macht, glaube ich, keine Videos mehr. Sie hat damals Videos gemacht und sie hat gesagt, sie will ihn nicht mehr und schenkt mir ein paar MAC-Sachen. Da war der dabei. Benutzt habe ich ihn noch nicht. Der schaut sehr benutzt aus, aber das war nicht von mir. Dann habe ich hier einen, der heißt Water. War auch aus einer Limited Edition. Den finde ich auch so geil. Aber ich schminke mit denen leider viel zu selten. Aber sie war gut. Ja, danke schön. Na gut.
Dann bis später. Tschüss. Ich habe eine Leberkässemme von meinem Vater bekommen. Die Schleimer. So, und er wollte jetzt gerade wissen, wie sie war. Also, ach Gott, ich muss mein Handy auf lautlos drehen. So, jetzt geht's weiter. Dann habe ich noch einen Lidschatten, den habe ich mir damals nur wegen dem Namen gekauft. Der heißt Tweet Me. Ich finde den aber auch schön, weil das so ins Orangene geht und der changiert so schön. Schaut euch das an, der ist so schön. Habe ich auch noch nicht so oft verwendet, obwohl er schon ein paar Gebrauchsspuren hat. Ja, dann habe ich hier einen Lidschatten, der heißt In the Sun. Auch wieder vom MAC, logischerweise. Das ist so ein gebackener Lidschatten. Die mochte ich so, so gern von MAC und die bringen kaum noch welche raus. Und wenn, fahren mir die Farbe. Beziehungsweise die haben schon lange keine mehr rausgebracht, oder? Nein. Weil wie ihr seht, habe ich sehr viele von denen. Da ist schon wieder einer. Und der heißt Smoked Ruby. Und den finde ich auch sehr geil. Mit denen habe ich irgendwann einmal einen Look geschminkt. Das ist ein sehr, sehr altes Video. Ich kann euch mal die Playlist unten verlinken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe da mal versucht, Elemente nachzuschminken. Wasser und Feuer habe ich gemacht und dann habe ich aufgehört, weil mir hat noch Erde und Luft gefehlt. Ich habe aber dann komischerweise aufgehört, also leider. Aber der war beim Feuer-Tutorial dabei, also den finde ich, ich glaube, der war beim Feuer-Tutorial dabei. Schaut auch noch sehr unbenutzt aus. Dann habe ich noch einen, den ich von der YouTuberin geschenkt bekommen habe. Das ist der Winter Pure Suit. Ich glaube, das heißt in... Guckt mal. Ich glaube, das heißt Fallschirm auf Übersetzung, aber ich habe keine Ahnung. Der schaut auch sehr benutzt aus. Ich glaube, die hatte die auch sehr gern, die Lidschatten. Nur weil sie umgestiegen ist auf eine andere Marke, glaube ich, hat sie dann die weggegeben. Dann habe ich hier den Pink Frontier. Sieht so aus. Der ist auch rosa. Ich weiß nicht, warum ich mir damals so viele rosa Lidschatten gekauft habe. Fragt mich bitte nicht. Dann habe ich hier den Sky. Der war auch aus einer Limited Edition. Eigentlich alle, habe ich ja eh schon gesagt. Der ist auch sehr schön, auch kaum benutzt, wie man sieht. Ach Gott. Dann habe ich hier, das ist einer meiner Lieblinge, Golden Gaze. Das ist einer meiner absoluten Favoriten. Der ist sowas von schön. Sowas von schön. Ich mache euch keine Swatches, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe ja eigentlich Swatches auf meinem Blog, aber das Thema hatten wir ja schon. Dann habe ich noch den Universe Passable. Keine Ahnung, ihr könnt es mal gerne lesen, wie man das schreibt. Den schreibt man so. Und der sieht so aus. Den finde ich auch total schön. Der hat so eine schöne Marmorierung. Ich liebe den auch. Schon lange nicht mehr verwendet. Dann habe ich hier den Silver Ghoul, den mag ich überhaupt nicht. Der sieht so aus. Da muss ich nämlich drin rumkratzen, damit ich da ein bisschen Lidschatten rauskriege. Dann der letzte MAC, dann kommen ein paar andere. Das ist der letzte MAC Lidschatten. Der sieht so aus. War aus einer Sommerkollektion. Surf USA heißt der. Ich habe den, glaube ich, noch nie verwendet, außer einmal geswatcht. Ich wollte den damals unbedingt haben, weil die Reni von diesem Mint geschwärmt hat. Deswegen habe ich mir den damals gekauft. Ja, da hatte ich noch keine eigene Meinung, wie man sieht. Dann habe ich meinen Yves Saint Laurent in meiner Sammlung. Der ist blau. Total intelligent, oder? Wisst ihr, warum ich mir den gekauft habe? Der war nämlich damals beim Müller in Florensdorf reduziert. Und weil ich unbedingt einen Yves Saint Laurent Lidschatten haben wollte, habe ich mir den gekauft. Ja. No comment, please. So, dann habe ich hier noch einen Chanel. Den habe ich, glaube ich, sogar von meiner Schwester bekommen. Wie kriegt man den auf? So, wie heißt du? Ombre Unique 21 Vega heißt der. So sieht der. Sorry. So sieht der aus. Oh Gott. Die kann man unschlecht halten. Den finde ich ganz okay, aber ich habe ihn noch nicht probiert. Es ist halt Chanel und sie hat gesagt, sie will ihn nicht und hat mich gefragt, ob ich ihn haben will. Dann habe ich hier noch einen Chanel. Sparky, das sind die auf der Nebentür. Mein armer Hund. Dann habe ich hier noch einen Chanel, den habe ich wieder aus der Douglas-Zeit bekommen. Den Namen müsst ihr selber lesen. Ich hoffe, ich wackel nicht. Auf jeden Fall schauen die Lidschatten so aus. Ich habe die auch noch nie verwendet. Ihr seht ja, die Tester waren noch kaum benutzt in dem Douglas, wo ich damals war. Ja, komischerweise war es das. Ja, komischerweise. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr auch MAC Lidschatten habt oder ob euch das zu teuer ist oder. Und ja. Ich würde mich gerne mal, also mich würde das interessieren, ob ihr auch MAC Lidschatten habt. Oder wenn, welchen ihr euch kaufen würdet.
weil Make-up zu sehen habe ich am meisten von High-End, also ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, weil es kommt ja, jetzt muss ich noch den anderen Teil drehen und das, Leute, das Video wird lang. Also sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!